Ja, liebe fünfte Klasse, herzlich willkommen zu dem Video über den heutigen Konferenzunterricht. Heute haben wir nochmal Anwendungsmöglichkeiten zum Distributivgesetz gemacht und wir haben praktisch da angesetzt, wo wir gestern aufgehört haben, nämlich bei dieser letzten Aufgabe. 45 mal minus 32 soll ich in eine Summe verwandeln. Wer jetzt wieder das selber gleich probieren will, kann jetzt hier den Video kurz anhalten. Ansonsten kommt jetzt die Lösung. Also, als erstes zerlege ich die 45 in 40 um 5, zum Beispiel. Könnte ich natürlich anders machen, aber so ist es am einfachsten. Gut, dann nächster Schritt. Jetzt wende ich das Distributivgesetz an und multipliziere die minus 23 mit beiden Summanden. So, und nun im nächsten Schritt rechne ich die einzelnen Produkte aus und bin dann auch schon fertig, weil jetzt steht schon eine Summe da. So, jetzt kann man natürlich auch sozusagen den Spieß umdrehen und wir können natürlich jetzt aus einer Summe auch ein Produkt machen mit Hilfe des Distributivgesetzes. Und wie das funktioniert, zeigen die nächsten Aufgaben. Ja, das wären also unsere drei Beispielaufgaben, die wir jetzt sozusagen arbeiten, um diese sozusagen andersrum zu probieren. Wie gesagt, wer jetzt die Aufgaben wieder probieren will, kann nach der Aufgabe das Video kurz anhalten. Die Lösung kommt praktisch jetzt zu jeder Aufgabe. So, als erstes sehe jetzt bei der ersten Aufgabe, dass ich beide Zahlen, beide Summanden durch 4 teilen kann. Das heißt, ich kriege 7 mal 4 und 11 mal 4. Jetzt steckt in beiden Summanden die 4 drin. Deswegen kann ich jetzt die 4 vor eine Klammer schreiben. Und alles das, was jetzt nicht sozusagen rot umrandet ist, das schreibe ich genauso, wie es da steht, in die Klammer. Das ist sozusagen der Trick. So, und wenn ich das dann habe, dann kann ich jetzt das in der Klammer ausrechnen. Minus 7 plus 11. Erinnern wir uns, minus 7 bedeutet, ich gehe sozusagen auf dem Zahlenstrahl 7 nach links. Auf der Zahlengerade 7 nach links. Und wenn ich 7 nach links gegangen bin, dann fange ich von diesem Punkt an, 11 nach rechts zu gehen. Ja, nach 7 bin ich genau bei 0 und dann habe ich noch 4 übrig, sodass ich letztendlich bei plus 4 lande. So, und damit bin ich aber auch mit meiner Aufgabe schon fertig, weil dann ist es ein Produkt. Genauso funktioniert es in der nächsten Aufgabe. Da sehe ich, dass in beiden Aufgaben kann ich das so zerlegen, dass in dem Produkt eine 6 erhalten ist. So, dann kann ich die 6 wieder ausklammern. Also das heißt, ich schreibe diese gemeinsame 6, die jetzt rot umrandet ist, vor die Klammer. Und alles, was jetzt nicht umrandet ist, in die Klammer. Und rechne ich das in der Klammer auf, sieht man, dass das minus 5 ist. Ja, ich gehe 6 erst nach rechts. Und wenn ich 6 rechts gegangen bin, gehe ich 11 nach links. Das heißt, wenn ich bei der 0 bin, habe ich immer 5 weiterzugehen und lande dann eben bei 5 auf der linken Seite und damit bei minus 5. So. Und letzte ist jetzt noch die mit ein bisschen größeren Zahlen mit minus 50 und plus 135. Funktioniert aber eigentlich genau so. Ich kann jetzt sehen, dass beide Zahlen eine 5 drin haben. Könnte ich also es in Produkte mit dem Faktor 5 zerlegen beide. Dann kann ich wieder die gemeinsame 5 vor die Klammer schreiben. Und alles, was jetzt nicht diese gemeinsame 5 ist, genauso in die Klammer schreiben. Und jetzt sehe ich wieder, minus 9 plus 27 ist plus 18. Und wenn ich das noch hinschreibe, dann bin ich fertig, weil dann habe ich ein Produkt. Ja, meine sehr geehrte 5. Klasse, das wäre jetzt also sozusagen die Anwendungsmöglichkeiten für das Distributivgesetz gewesen. Die haben wir jetzt sozusagen in dieser Woche abgeschlossen. Und damit haben wir jetzt eigentlich alle Rechengesetze für die ganzen Zahlen besprochen. Was wir jetzt noch machen in dem Kapitel ist, dass wir uns noch Tens mit negativen Zahlen anschauen und dann noch Regeln dafür finden und dann hätten wir dieses Kapitel schon bearbeitet. Ja, ich würde mich also jetzt freuen, wenn wir uns dann bei der nächsten Stunde entweder wieder im Konferenzunterricht für meine Schüler aus der 5. Klasse sehen würden oder für die Schüler, die nicht Zeit haben, den Konferenzunterricht zu diesem Zeitpunkt zu sehen, beziehungsweise auch für andere 5-Klässler, die sich für unsere Mathematik interessieren, sage ich jetzt mal, wieder in einem der nächsten Lernvideos begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit und Gesundheit und freue mich auf ein Wiedersehen in diesem Kanal.